Hey YouTube-Cracks, willkommen zurück zu sowas von nicht normal. Resident Evil Revelations 2, Folge Number 5. Nicht Number 5. Und wir sind hier unterwegs mit dem Barry, wenn ich mich nicht täusche, hieß er. Und mit diesem kleinen strange Mädchen, das wir hier gefunden haben, das uns aber echt cool hilft, weil sie kann nämlich, sage ich mal, das Böse schon vorher aufspüren in Form von so einer Art Licht. Und das hilft uns echt megamäßig, weil teilweise sind hier so Fallen. Kommt dir etwas bekannt vor? Nein, nicht wirklich. Tut mir leid. Ja, grafisch ist es jetzt nicht gerade ein High-Level-Titel, aber das macht mir überhaupt nichts. Macht eigentlich richtig Fun zu zocken. So, komm, wir rennen mal ein bisschen. Bin mal gespannt, ob ich jetzt gleich auf Claire und die Moore. Ja, ich habe kräftige Beine. Ich weiß echt nicht mehr, ob der Barry hieß. Oh Gott, ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. So, Funkturm ist da hinten. Die konnten nicht reinkrabbeln, aber vielleicht kann die Kleine da rein. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Ah, jawohl, die kann das. Coole Sache. Vorhin bin ich hier nicht reingekommen. Das Spiel ist aufgeteilt in verschiedene Episoden, wer es bis jetzt noch nicht Barry, verfolgt hat. Und man was kann jetzt? Da zwischen, ich sag mal, zwischen Personenrollen, kann man die gleiche Episode spielen. Vorhin haben wir mit der Moore, wahrscheinlich der Tochter, nicht, ich habe keine Ahnung, von dem Barry gespielt und der Claire. Und jetzt spielen wir mit Barry und dieser kleinen Süßen hier. So. Soll ich da drauf zeigen? Nee. Tja, muss ich hier hoch vielleicht? Oh, was war das? Hier war doch irgendwas. Okay. Perfekt. Ups, sorry. Von alleine schon gewechselt. Gute Arbeit, Süße. Achso, klar, wir können da gar nicht über die Brücke, so wie die anderen zwei, denn da ist vorhin ja beim Rübergehen ein Stück abgebrochen. Okay. Der Holz. Okay. Das heißt, wir können natürlich gar nicht darüber. Deshalb müssen wir hier jetzt doch ein bisschen anderen Weg gehen. Vielleicht einen Umweg, wie wir sehen. Mist. Oder noch im Dunkeln. Warte mal, hier war doch... Habe ich die Pflanze genommen? Ich glaube schon. Ich bin echt verwirrt, Leute. Sorry. What? Was war das? Komm, wir lassen mal lieber die Kleine hier vorgehen. Die kann nämlich gleich mal die Gefahr aufspüren für uns. Hoffentlich. Ist das hier Blut? Hier ist doch irgendwas rot. Irgendwas ist hier rot. An dem Baum. Der sieht es nicht, aber sie sieht es. Ist hier irgendwas Rotes, aber passieren tut nichts. Strange, okay. Können wir mal erstmal ignorieren, würde ich sagen. Oh, da geht es aber ganz schön weit runter. Ach, da kann man einfach runterklettern. Ich dachte, da muss man runterspringen. Okay. Finden Sie einen anderen Weg. Oh, pst. Da draußen ist was. Okay. Das ist genau das, was ich gemeint habe. Die sieht irgendwie, sag ich mal. Wow. Ich sehe auch den Schatten schon. Fuck, was ist mit dem los? Oh, shit. Folge mir. Ja. Bleib, wo du bist. Okay. Genau, bleib da. So war das. Wo ist er hin? Fuck, was hat er nur mit ihm gemacht?
Bleib da. Claro. Komm mit mir. Komme. Der ist ja cool. Okay, hier ist eine Kiste. Ist ein bisschen komisch, die Kleine mehr oder weniger so als... Und er hat Beute vorzuschicken, aber die sieht halt echt, wo die möglichen Gegner sind. Okay. Da ist irgendwas Blaues da draußen. Soweit sieht sie erstmal gut aus. So, Pflanze. Okay, hier ist nichts. Hier liegt ein bisschen Munition. Können wir gut gebrauchen. What? Scheiße, 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 das hört sich nicht gut an. Stimmt was nicht. Lass mal gucken. Ich glaube, ich habe was gesehen. Fuck, da ist er. Bleib zurück, Natalia. Oh shit. Wow, wow, wow. Das Monster kommt. Ja, ja, ich versuche ja hier mich erstmal selbst zu retten. Sorry, Kleines. Ah, okay, deinen Fuß, deinen Fuß. Jawohl. Wieder weg. Jawohl, jawohl, jawohl. Na, das ist eine Sache, die nicht im Bericht war. Wow. Ist völlig verrückt. Oh, ich dachte, er explodiert. Zum Glück nicht. Okay. Jetzt mal ein bisschen Ruckes hier, Schmackes. Komm schon. Nochmal. So, schon besser. Keine verfluchte Ahnung. Ich weiß nicht, Süße. Halten wir die Augen auf, falls noch mehr da sind. Das hört sich jetzt schon nicht gut an. Okay, da brennt irgendwie Licht. Was ist das? Ach, das sind Steinchen. Okay, okay, okay. Sorry. Ich dachte, irgendwelche Seelen. Na, wir jagen hier keine Dämonen, sondern irgendwelche verunstalteten Kreaturen. Krass, hier kann ich... Wow! Schon wieder so einer. Fuck, 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 fuck. Was macht denn der? Der will mich mit seinem Penis töten. Oh, shit. Weg, du Freak. Was war denn das für eine Aktion, da mit seinen breiten Beinen auf mich zuzukommen? Fuck, 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 fuck. Das war ja mal strange. Okay, mal gucken, ob hier irgendwas rumliegt. Sieht aber nicht so aus. Auch keine Gefahr. Okay, hier ist was. Oh, ein Stück Karte. Perfekt. Oh, mein Handy vibriert dazu. Ha, was für ein Timing. So, aber leider kann man sich, glaube ich, die Karte gar nicht angucken. Okay, hier komme ich nicht durch. Okay, da hinten müsste der Funkturm sein. Fuck, oh. Ist schon wieder so einer. Ah, ich bin auch ganz schön mitgenommen. So eine Python, die geht bestimmt übelst ab. Ich weiß allerdings nicht, ob ich den von hinten killen kann. So ein diesen Ding.
Zumindest hat es uns noch nicht entdeckt. Wir versuchen es mal. Nein, natürlich nicht. Komm zurück, Mädchen. Ist tot? Okay, das Ding hat richtig Power. So, jetzt löst sich's auch auf. Sehr schön. Sturmgewehrmunition. Nice. Genau das, was wir gebraucht haben. So, und wohin müssen wir jetzt? Da ist jetzt noch ein bisschen Lichtung aus. Jawohl, das sind auch Fußspuren. Endlich eine Lichtung. Da ist irgendwas Rotes drin. Okay. Was ist denn da? Was ist das Rote? Das ist vielleicht. Weil ich aber das Level nochmal spielen kann mit irgendjemand anders, aber die sieht irgendwas Rotes, kann da aber nichts damit anfangen. Ich müsste eigentlich irgendwo. Ah, was war das gerade? Achso, nur zum Rausklettern. Okay, ich dachte, da wäre vielleicht irgendwas versteckt. Okay, das ist ein Tor, das ist schon mal gut und Licht. Licht in einer Nacht ist immer gut. Die Kreaturen hatten einige der gleichen Symptome wie Uroboros. Uber-Robo? Ja, Robocop. Das ist ein Virus, den böse Menschen vor einigen Jahren in Afrika eingesetzt haben. Die Frage ist, wie kam der hierher? Ist der tot oder wacht er jetzt gleich auf? Okay, sieht gut aus. Notizen eines Geflohenen. Auf Russisch schon wieder. Ich kann es gar nicht glauben. Ich habe es lebend daraus geschafft. Zwar nicht unbedingt in einem Stück, aber lebend. Oh Gott, mein Russisch ist so schlecht. Ich lasse es lieber. Ich kann immer noch gar nicht begreifen, was da vor sich ging. All dieser Aufwand, nur um uns Angst zu machen und mit uns zu spielen. Es war Wahnsinn. Ich habe ein paar Menschen im Wald getroffen, aber sie haben mir nicht geglaubt. Ich muss sagen, dass ich ihnen nicht unbedingt Vorwürfe machen kann. Ich hätte mir auch nicht geglaubt. Wer würde sich schließlich gegen sie auflehnen? Sie, die uns alle gerettet hat. What? Mhm. Ich kann das nicht alleine tun. Ich bin zum Funkturm gegangen und habe versucht, nach Hilfe zu rufen. Konnte aber kein Signal rausbekommen. Wir sind ganz allein hier draußen. Aber wenn wir keine Nachricht nach draußen schicken können, ist das unser Ende. Rettung? Dass ich nicht lache. Sie ist der Teufel persönlich. Okay, einerseits die Rettung, andererseits ist sie der Teufel persönlich. Das ist natürlich nicht so gut. So, wo müssen wir hin? Da geht's nicht raus. Können wir hier irgendwo rein, raus? Nein. Okay. Geht's hier weiter? Ich kann vielleicht das Schloss aufbrechen. Oh, muss ich jetzt echt... Okay, ich muss nicht schießen. Ich dachte, ich müsste Munition verschwenden, aber nein. Das Messer tut es auf jeden Fall auch. Er macht echt Laune, das Spiel ist echt gut und kostet nicht viel. Also die Episode zumindest hat nur 6 Euro gekostet. Ich glaube, wenn man sich gleich alle 4 kauft, sind es, glaube ich, er hätte es gedacht, 24,99 oder sowas. Wow, wow, wow. Sie sind da, versteck dich. Fuck, das sind gleich 2 Stück. Kann ich irgendwas zusammenbasteln? Lederflasche. Ich habe keine Lederflasche. Verdammt. Ich habe keine Lederflasche. Ach, zufällig habe ich hier was gefunden. Komm, die lass mal schön burnen. Was machen die da? Gott, sind die krank. Jawohl, sehr schön. Wenn wir schießen brauchen,
Hier von alleine abgefackelt. Feuer ist also eine gute Waffe. Hier wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Fuck. Da geht's auch weiter. Mann, Mann, Mann. Das wird jetzt langsam verwirrend. Wo müssen wir eigentlich lang? Wo ist dieser scheiß Funkturm? Wieso sieht man den hier nicht im Dunkeln? Der hätte gar nicht so weit weg sein dürfen. Mann, na endlich. Da ist er ja. Ach Gott, bin ich blind. Okay, was liegt hier auf dem Tisch? Eine leere Flasche und Zweitwaffen erstellen. Stellen Sie Zweitwaffen her, indem Sie leere Flaschen mit verschiedenen Ressourcenobjekten kombinieren. Ja, das tun wir jetzt auch. Und zwar, das kombiniere ich doch mit einer leeren Flasche und kriege eine Explosivflasche. Nice. Und Alkohol habe ich jetzt auch noch gefunden. Leere Flasche. Gleich Brandflasche und mit Stoff kriege ich Desinfektionsmittel. Desinfektionsmittel, okay. Kann ich vergiftet werden oder irgendwie sowas? Oh, nice, okay. Schaden, Stufe 1. Das tun wir auf jeden Fall. Und zwar, dass mehr Wumms haben sollte, dann machen wir das echt an dem Teil hier. Unser schönes NSR 47. Jetzt ein bisschen Muni. Schade, für die richtig große Python hier, Python, haben wir nichts mehr. Da hinten ging es eigentlich auch noch weiter. Ich will mal kurz gucken, wo es da hinten lang geht. Vielleicht versteckt sich da noch was. Bin ja neugierig. Es ging doch noch hier nach oben, oder? Okay, erstmal hier Licht an, wieso laufe ich im Dunkeln rum? Ist natürlich zu. Ah, ich wollte es wegschieben. So, weil sie kann natürlich da durchklettern. Oh, nice. Oh, da gibt es auch noch was. Das heißt, wir öffnen die Tür. Wechseln den Charakter. Nehmen das hier mit. Damit wir da hochklettern können. Wo ist die Tür? Vorsicht, Kleines. Oh, es ist schwer. Alright. Perfekt. Hat sich doch gelohnt, der kleine Ausflug hier hoch. War ja fast klar, dass sich hier was befindet. So, jetzt schnell wieder zurück. Dann gehen wir noch mal kurz zur Werkbank, bevor wir wieder weitermachen. Und tun am besten noch mal was upgraden. Schnellladen. Ich glaube, wir sollten alles... Okay. Das hier schneller, dann haben wir ja auch weniger Muni drin. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir wirklich auf die anderen zwei treffen. Lass mal das gute Mädchen hier vor. Die soll mal ein bisschen Sensormensch spielen. Der Funkturm ist gleich da vorne. Das sieht mir hier viel zu ruhig aus. Viel zu ruhig. Okay, da liegt ein Steinchen. Hier geht irgendeine Leitung rein. Aber hier gibt es jetzt erstmal kein Reinkommen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall nicht mal hier unten durch. Na, kracht ist ja noch zusammen. Oh, was war das? Da liegt was. Und da liegt was, jawohl. Barry, okay, der Barry muss das machen.
müssen das Tor durchbrechen. What? Was ist jetzt schon wieder los? Fuck, 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 fuck. Mist. Da hinten sind noch mehr. Jetzt fehlen nur noch Bier und Chips. Oh shit, 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 shit. Tot, oder? Nein, du bist noch nicht tot. Aber jetzt bist du tot. Jawohl, einer ist tot. Den anderen haben wir sicherlich auch gleich. Fuck, wo kommst du denn her? Oh, fuck you. Hässliches Viech. Oh no, oh no. So, das war's auch schon. Jetzt habe ich nur noch die kleine Waffe. Jetzt kommt der schon wieder mit seinem Penisangriff. Oh no! Man, der hat zwar keinen, aber egal. Geh weg! Oh, und ich weiche noch nicht mal aus. Fuck, fuck, fuck. Danke für die Hilfe! Ich hoffe. Nee, die hat mich jetzt auch geheilt, oder? Haben wir es jetzt beide? Ah, oh, bitte nicht. Ich glaube, sie hat mich gehalten und ich mich auch, so wie ich es gerade gesehen habe. Verdammt, nein, zwei Pflanzen verbraucht. Fuck. Das war jetzt natürlich ungünstig. So, wie kommen wir da hin? Ja, da ist eine Tür. Fuck, wir haben nur noch die paar Schüsse hier in der Pistole. Hier sind zwei Stück drin. Mal wieder von diesem groß. Man sieht an den Beinen. Ach, er hat mich natürlich gesehen. Komm zurück, Mädchen. Go, go, go. Sehr schön, sehr schön. Okay, da war auf jeden Fall noch einer drin. Munition. Fuck, hier war doch noch einer, oder? Okay, der steht draußen. Vor der Tür. Okay, im anderen Raum. Praktisch, den lassen wir da drin am besten. Ich glaube, wir müssen dahin. Oder vielleicht auch nicht. Ha, perfekt umgangen. Nice. Yay, yay. So, hier erstmal das hier aufschlitzen. Jawohl, sehr schön. Stromzufuhr. Ach, verdammt, wir müssen vielleicht doch in den Raum. Verdammt, wo ist die Stromquelle? Oh, was war das? Okay, da können wir drüber klettern. Das wollen wir aber jetzt erstmal nicht tun. Das heißt, wir müssen leider doch uns mit dem Typen da drin anlegen. Wie es scheint zumindest. Schnell zurück. Nice. Sehr gut. Was passiert dann jetzt nächstes Mal, wenn ich gleich an diese Stelle ballere? Fuck, wo ist die Stromzufuhr? Irgendwas übersehen? Shit, 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 shit. Ich muss irgendwo noch den Strom. Okay, lass mal gucken. Wo kommt der Strom her? Wo kommt der Strom her? Ah, okay, dahin. Gehen wir den Zaun hier durch. Das heißt, natürlich können wir da jetzt rein. So, da ist nichts. Ah, verdammt, der hat mich umgehauen. Oh Mann, verpiss dich einfach. Okay, linke Hand. Ja, dann geht's schneller, glaube ich.
Okay, nächstes Mal gleich auf die Kleine. Fuck, ich habe kein Kraut mehr. Ich habe nichts zum Smoken. Shit, 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 shit. Warum nicht hier was drin? Okay, Munition ist auch gut, aber ich hätte was anderes gebraucht. Das ist der Stromgenerator. Der Stromgenerator, meine ich. Geht doch, jetzt sollte der Kran laufen. Ah, oh, hier kann man sogar abklotzen. Was? So, denke ich doch. So, jetzt müssen wir jetzt den ganzen Weg da rein. Halt, ich habe mich irgendwie verlaufen. So, schön hier rein. So, durch, durch, durch. So, jetzt müsste es gehen. Und voll mit Karacho. Jawoll. Wer ist jetzt der Schlüsselmeister hier, was? Los, schnell. Okay. Komm, Kleines. Okay, nice. What? Shit, 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 go, 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 go. Keine Muni mehr. Oh nein. Und bam. Jawoll. Auch noch dazu. Das war doch nicht schlecht. Baby, geht's besser als uns? Ja. So, da drin war doch vorhin die Claire und die Moa. Mal gucken, ob wir da jetzt, ob wir sie da vortreffen. Vorfinden, besser gesagt. Gehen Sie zum Funkturm. Das tun wir doch auch. Na, das war der wirklich weite Umweg. Okay. Ich habe das Gefühl, dass keiner da sein wird. Was habe ich denn hier noch? Gar nichts. Heilt Wunden, kann ich das benutzen? Ah, okay, das kann man ja auch benutzen. Sie hat so ein Ding, das können wir nicht übergeben. Ja, so machen wir das, dass wir uns vielleicht auch mal in einer Notsituation helfen kann. Fuck. Hier ist auf jeden Fall keiner mehr. Okay. Mann, ist da draußen überhaupt jemand? Verdammte Scheiße nochmal! Das ist sie. Meine Kleine. Hat es geklappt, Moira? Nein. Das Scheißteil muss kaputt sein. Okay, dann lass uns zur Wasser gehen. Scheiß Technik. Das kannst du laut sagen. Wossig. Das wurde vor 6 Monaten aufgenommen. Mensch, Moira. Deine Tochter heißt... Moira? Ja. Warum? Hey, Kleine, geht's dir gut? Oh, es ist rot. Moira. Sie ist tot. Was? Fuck. Wieso ist sie tot? Und wieso? Vor 6 Monaten war das Ganze. Holy. Wow. Okay, das... Nächstes Mal bei Revelations 2. Moira wollte zu diesem Turm gehen, als ich bei ihr war. Du musst mich dahin bringen. Schaffst du das? Aber wir
Wir wurden mit etwas infiziert. Ich komme später nach. Ist das der Ort? Die Wassis? Hab keine Angst. Endlich bist du gekommen. Ich wusste, dass du kommst. Wir sind runter von dieser Vergiftung. Okay, das macht richtig, richtig Bock auf mehr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, in welchem Abstand die neuen, also die restlichen Episoden kommen. Muss ich mich da gleich mal informieren. Next Episode. Betrachtung. Contemplation. Okay, vielleicht steht es ja gleich drin, wann es kommt. Nein, leider nicht. Schade. War ein relativ kurzes Vergnügen, aber es hat echt Spaß gemacht. Also ich finde es richtig gut bislang. Ich hoffe, euch hat es natürlich auch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode. Sobald diese erscheint, werde ich es natürlich hier auf dem Kanal bringen. Danke fürs Zuschauen, euer Mike. Yeah, yeah.